Der Willy-Brandt-Platz gegen 14 Uhr. Nach und nach treffen immer mehr Menschen ein. Viele von ihnen haben bunte Plakate gebastelt. Das gemeinsame Ziel, sich gegen den Rechtsextremismus zu positionieren. Die Beweggründe der einzelnen Besuchenden sind dabei aber ganz unterschiedlich. Weil mein Papa einen großen Beitrag dazu beigetragen hat, dieses Land aufzubauen. Und er sieht jetzt nicht ein, dass da jetzt einige auf einmal sagen, ja, Ausländer raus. Weil wir als Omas gegen rechts hier zeigen wollen, dass wir kämpfen, um unsere Stadt nicht der AfD zu überlassen. Weil ich nicht möchte, dass nochmal solche Zeiten passieren wie 1933. Einer, der die schlimmsten Zeiten in Deutschland miterlebt hat, ist Ernst Grube. Der 91-jährige Zeitzeuge stuft die aktuelle Lage in Deutschland als sehr ernst ein und ruft zum Handeln auf. Wir müssen wirklich gut arbeiten, unsere ganze Kraft einsetzen, damit sich also Pläne der Rechtsextremen nicht realisieren. Von selber wird da nichts passieren und auch die Parteien und die Politik, wie man so schön zu den Machthabenden sagt, ja, sie stehen in Verantwortung. Aufgerufen zur Demonstration in Nürnberg hatte das Bündnis Nazi-Stopp. Initiatorin Birgit Meyer setzt sich bereits seit Jahren gegen rechte und rechtsextreme Parteien ein. Es wird diskutiert über ein AfD-Verbot, ob das sinnvoll ist. Es wird gefordert, die AfD zu stoppen, sprich eher Grenzen zu setzen. Klar, uns ist klar, diese Leute, die wird es geben, auch weiterhin in unserer Gesellschaft, aber sie dürfen keine gesellschaftliche Macht bekommen. Egal ob im kleinen Verein, im Fußballverein oder in den Schulen, in der Lehrerschaft, es darf keine AfD-Schulleiter geben. Hier ist auch der Verfassungsschutz endlich gefordert, diese Bewegung als das einzustufen, was sie ist, nämlich rechtsextrem. Wir haben Elena Rohn von der AfD Nürnberg nach einem schriftlichen Statement gefragt, bislang aber noch keine Antwort bekommen. Trotz des friedlichen Verlaufs schwingt bei der Stimmung der Demonstrierenden vor allem eins mit, nämlich Sorge. Ich mache mir hauptsächlich Sorgen um jüngere Menschen und natürlich auch um Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylanten. Das beginnt ja immer scheinbar harmlos, aber wird dann, sobald die Macht da ist, sehr, sehr schnell ultrafaschistisch. Und das ist die Sorge, die ich habe. Gerade in dem Hinblick, dass Deutschland 1933 schon mal sowas durchgemacht hat und dass das einfach wieder passieren könnte, das darf einfach nicht sein. Mit der Demonstration in Nürnberg ist es für viele in der Region noch nicht getan. Einige von ihnen gehen auch in dieser Woche auf die Straßen. Unter anderem diesen Samstag in Schwabach und am Sonntag in Herzogenaurach.